ein Riesenspeicher, den man füttern muss. Doch was muss, das muss, und irgendwann ist ja mal Schluss. Ich möchte lieber surfen, geh mit meiner Maus bei mir zu Hause. Von morgen. Auf Schloss Einstein war mal wieder viel los. Billy verhielt sich Lukas gegenüber schüchtern. Verena hatte einen Verdacht. Du stehst auf ihn, stimmt's? Und sobald ich in seiner Nähe bin, werde ich zum totalen Volltrottel. Charlie und ich organisierten eine Flirt-AG, aber irgendwie wollten keine Jungs mitmachen. Ist hier die Flirt-AG? Ja, komm rein. Aber wie es aussieht, sind wir hier nur Mädchen. Dr. Wolfert stellte den Schülern einen gewissen Marc Lachmann vor. Ich bin Referendar, das heißt, ich muss genau wie ihr noch eine Menge lernen. Der Kleinkrieg zwischen Sue und René war immer noch im Gange. Herr Dr. Wolfert sucht dich, du sollst den Dia-Projektor aus dem Klassenzimmer wegräumen. Den Trick falle ich bestimmt nicht rein. Doch dann stand Dr. Wolfert wütend in der Tür. Du bist von heute an für 4 Wochen für den gesamten Auf- und Abbau der Unterrichtsmittel verantwortlich. Sophie erzählte Conny, dass Pino von 2 Gangstern erpresst wurde. Sie sahen echt gefährlich aus. Und sie haben damit gedroht, seine Eisdiele auseinanderzunehmen. Warum musst du eigentlich allen Leuten hinterher schnüffeln? Aber Sophie wollte Pino helfen und brachte sich selbst in Gefahr. Verdammt! Die Göre! Die hat uns fotografiert! Und dann tauchten die Gangster im Internat auf. Hey du, Großer! Komm mal her. Wir suchen so eine kleine Blonde. Was denn für eine Blonde? Also die Fragen stellen wir hier, ja? Guten Tag, die Herren. Kann ich Ihnen irgendwie weiterhelfen? Soll das mal auch machen? Die suchen so eine Blonde. Ach, das hat der Kleine missverstanden. Wir wollen nur jemanden besuchen. Ah ja, und wen, wenn ich fragen darf? Das Kind von meinem Kollegen. Kind? Er redet nicht gern drüber. Ist ein Problemkind. So, so. Und? Hat das Kind auch einen Namen? Ja. Detlef. Herrn Detlef haben wir hier leider nicht. Und jetzt möchte ich Sie bitten, das Schulgelände sofort zu verlassen. Und was, wenn nicht? In dem Fall sehe ich mich leider gezwungen, unseren Sicherheitsdienst zu verständigen. Ist doch nicht nötig. Kleine Verwechslung. Nicht so ungut. Ja, schönen Abend noch, die Herren. Ja. Seit wann hat Einstein den Sicherheitsdienst? Nicht. Da macht man mal eine AG fürs Leben und dann kommt niemand. Na, ein paar Leute waren doch immerhin da. Na super, aber nur Mädchen. Voll der Flop. Die Jungs denken wahrscheinlich, sie hätten es nicht nötig. Feiglinge sind das. Jungs sind einfach Dickschiede. Was sie nicht wollen, das wollen sie eben nicht. Das stimmt. Da hilft nur noch Weichklopfen. Ich glaube, Schädel einschlagen ist keine so gute Methode. Nee, Mädels. Wir brauchen einen Plan. Taktik und Psychologie. Wie wär's damit? Ich finde, wir sollten die Jungs bei ihrem Ehrgeiz packen. Keine schlechte Idee. Darauf fallen die meisten Jungs rein. Außerdem sollten wir ihnen das Gefühl geben, etwas Wichtiges zu verpassen, wenn sie nicht dabei sind. Finde ich gut. Naja, auf jeden Fall klingt der Plan zu gut, um nicht ausprobiert zu werden. Ruhe jetzt bitte. Und ein bisschen mehr Konzentration. So. Und wenn ihr alle eure Jodstücke habt, dann möchte ich, dass ihr im Experiment herausfindet, in welchem Aggregatzustand festes Jod beim Erhitzen übergeht. Entschuldigung, Frau Garnitz, ich musste noch für Herrn Dr. Wolfert den Projektor ins Lehrerzimmer bringen. Naja, schon gut, ich weiß Bescheid. Ja, dann setze ich mal am besten zu René. Der braucht noch eine Partnerin. Felix. Was ist denn das für ein Zeug? Also eigentlich ist da ja Jod drin, aber ich habe keine Ahnung, was dein Partner da gerade hinter deinem Rücken reingemacht hat. Würdest du das bitte halten? Nee, verarsch das nicht nochmal. Was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht? Du leidest ja wirklich unter Verfolgungswahn. Du machst dich doch total zum Clown. Wir werden sehen, über wen hier noch gelacht wird. Was treibt sie denn da? Sicher ist sicher. So, und ich werde uns jetzt ein kleines Feuerchen machen. Nein, das mache ich. Von mir aus. Ist das? Also Leute, nun reißt euch aber mal zusammen. So, was machst du denn da unten? Ja, genau, was machst du da unten?
Hallo Sven, warte mal kurz. Was gibt's denn? Ich muss noch ganz dringend wohin. Es dauert nicht lange. Na gut, wenn du es kurz machst. Die Sache ist die. Verena, Charlie und ich haben festgestellt, dass du genau der Richtige bist. Ja, und wofür? Naja, du weißt ja, der Andrang für unsere Flirt-AG ist riesig. Natürlich ganz besonders von Seiten der Jungs. Ja, und was wollt ihr dann von mir? Wir brauchen noch so richtige Männer. Mit Erfahrung eben. Und da habt ihr an mich gedacht? Natürlich. Wir brauchen jemanden, von dem die Mädchen noch was lernen können. Meinst du wirklich, ja? Natürlich. Du bist unser Mann. Ein richtiger Womanizer eben. Und? Was ist? Na, wenn das so ist, helfe ich natürlich gerne. Hi. Wie ihr wisst, hat sich Luther mit aller Macht gegen den Papst und die verknöcherten Strukturen innerhalb der Kirche aufgelehnt. Bevor ich es vergesse, nachdem mein Nachname letztes Mal für allgemeine Erheiterung gesorgt hat, dachte ich mir, wir streichen den. Ihr könnt ab jetzt Marc sagen. Luther und der Papst sind sich natürlich nie persönlich begegnet. Trotzdem tun wir heute mal so, als wäre es passiert und stellen eine Diskussion zwischen den beiden nach. Na gut. René, machst du Martin Luther? Kein Problem, Marc. Okay, dann brauchen wir nur noch einen Papst, der Luther in die Schranken weist. Das würde ich gern machen. Klar, ja, komm mal vorne. Eure Heiligkeit, euer Diener Martin Luther erbittet eine Audienz. Naja, also eigentlich hat er sie ja nicht verdient. Aber die Audienz sei ihm gewährt. Führt ihn rein. Ist das die Art, eurem Papst die Ehrerbietung zu erweisen, Luther? Auf die Knie. Los, auf die Knie, habe ich gesagt. Muss ich das wirklich? Lecker. So gefällst du mir schon besser, Luther. Ihr unterdrückt das Volk, Papst Leo, und verrate den echten Glauben. Cool, weiter so. Und du, Luther, stehst schon mit einem Fuß auf dem Scheiterhaufen. Und nun, küss den päpstlichen Siegelring als Zeichen deiner Unterwerfung und deiner Demut. Sag mal, jetzt spiel dich doch nicht so auf, Sue. Du bist doch nicht der liebe Gott. Aber sein Stellvertreter auf Erden. Wer hat dir erlaubt, aufzustehen, Kindchen? Auf die Knie, habe ich gesagt. Kannst mich mal. Also jetzt reicht es mir wirklich. Du hältst dich da raus, Pöbel. Sue Birnbaum. Entschuldigung, Herr Dr. Wohlfahrt. Du? Können wir reden? Ich brauche unbedingt deine Hilfe. Ja klar, worum geht? Pino wird erpresst. Von so einem üblen Typen. Die verlangen Schutzgeld von ihm. Du willst dich jetzt wieder nur wichtig machen, oder? Nein, die Geschichte ist wahr. Ich schwör's dir. Und was willst du dann von mir? Du musst mir helfen. Zu zweit können wir die Schutzgelderpressung auffliegen lassen. Was hast du vor? Ich weiß, wo die Gangster ihr Versteck haben. Und ich brauche Beweise. Aber irgendjemand muss draußen Schmiere stehen. Bist du verrückt? Das ist viel zu gefährlich. Aber ich gehe doch da nur rein, wenn die nicht da sind. Warum soll ausgerechnet ich dir helfen? Die ganze Zeit lässt du mich links liegen. Und jetzt kommst du auf einmal angekrochen? Ich weiß, dass ich dir vertrauen kann. Deshalb. Bitte, Maggie. Ich weiß nicht. Bitte. Pino braucht unsere Hilfe. Schau mal, die Fotos habe ich heimlich bei der Geldübergabe gemacht. Das ist eine Nummer zu groß für uns. Die musst du der Polizei zeigen. Dann mache ich es eben alleine. Aber wenn mir was passiert, dann bist du schuld. Hey, schön, dass ich dich hier treffe. Ich wollte nur sagen, die Flirt AG fängt heute schon um 17 Uhr an. Warum erzählst du mir das? Ich habe mich für die komische AG doch gar nicht angemeldet. Nicht? Wirklich nicht? Naja, dann bist du wohl der einzige Junge, der nicht dabei ist. Naja, dein Pech. Wir sehen uns später. Moment mal. Stimmt es wirklich, dass sich dafür so viele Jungs angemeldet haben? Ist es nicht eher Mädchensache? Nee, nee. Gerade die Jungs finden den Kurs voll cool.
Ist ja auch die perfekte Möglichkeit, Flirt-Tipps aufzuschnappen und gleich bei den Mädchen auszuprobieren. Und das will sich natürlich keiner entgehen lassen, ist ja klar. Eigentlich würde ich doch gern mitmachen. Weißt du, ich weiß gar nicht, ob da noch ein Platz frei ist. Könnt ihr keine Ausnahme machen? Nur für mich? Na gut. Ich schau mal, was ich machen kann. Cool. Wer kommt denn da noch alles? Ich kann die jetzt alle gar nicht aufzählen. Also, Billy und Verena kommt, Sven und Shui natürlich. Tschüss. Lieber Herr Lachmann, auch wenn unser guter Dr. Wolfert da anderer Ansicht ist, finde ich es durchaus legitim, wenn Sie den Kindern Luther und die Reformation mit Hilfe eines Spiels nahebringen wollen. Immerhin hat es das Interesse der Schüler an dem Thema geweckt. Ach, Sie sind doch komplett über das Ziel hinausgeschossen. Eine Schülerin als Papst verkleidet auf den Lehrertisch zu setzen, das geht doch zu weit. Aber, werter Kollege, Sie selbst sind doch theatralischen Hilfsmitteln sonst auch nicht abgeneigt. Wir alle erinnern uns noch zu gern an Ihren Napoleon. Das war doch eine Ausnahme. Ja, und dann diese Pöbelsprache. Die verfälscht doch komplett die historischen Tatsachen. Mit diesen Zugeständnissen machen wir uns zu Sklaven der Schüler. Und wie kommen Sie überhaupt auf die Idee, den Kindern das Du anzubieten? Ich denke, es macht den Umgang miteinander einfacher und entspannter. Entspannter? Ja, aber hier geht's um Respekt. Hier geht's um Autorität und nicht um Entspannung. Also, auf Schloss Einstein ist es einfach nicht üblich, dass die Schüler ihre Lehrer duzen. So was gab's doch hier noch nie. Herr Dr. Wolfert, sehen Sie das Ganze gerade nicht etwas zu verbissen? Nein, ich denke nicht. Ich habe ja auch schon mal überlegt, den Schülern das Du anzubieten. Warum wundert mich das jetzt nicht? Aber glücklicherweise sind der Dr. Stolberg und ich in diesem Thema einer Meinung. Na ja, lieber Wolfert, so abwegig ist die Idee ja nun auch wieder nicht. Die jungen Kollegen bringen ein bisschen frischen Wind ins Kollegium. Bin mal gespannt, was sie bei der Projektwoche sich einfallen lassen werden. Hast du denn überhaupt schon das ganze Internat gesehen? Wenn nicht, würde ich mich gerne als Schlossführerin anbieten. Aber immer. Gerne doch. Ja? Ach du. Ich muss noch mal mit dir reden. Das mit der Verbrecherjagd hast du vorhin nicht wirklich ernst gemeint, oder? Und ob? Sophie, das ist bodenloser Leichtsinn. Wenn es da wirklich um Schutzgelderpressung geht, dann ist das eine Nummer zu groß. Pino muss die Polizei anrufen. Pino will aber keine Polizei. Er hat Angst um seine Familie, verstehst du? Wenn wir nichts unternehmen, dann lassen die ihn nie in Ruhe. Wer weiß, wen die noch alles erpressen. Aber du hast doch die Fotos. Die reichen nie im Leben als Beweis. Hast du ja noch nie eine Gerichtssendung gesehen? Wir brauchen was Eindeutiges. Und was hast du vor? Ich will versuchen, ein belastendes Gespräch aufzunehmen. Du weißt doch gar nicht, wo die sich verstecken. Doch. Ich habe sie belauscht. Sie treffen sich am Moosfen. Das ist doch da, wo... Genau. Sophie, bleib hier. Okay. Aber wenn es brenzlig wird, haben wir sofort wieder ab. Hi. Hattest du nicht gesagt, fast alle Jungs würden kommen? Ja, also die Sache ist die. Der Andrang war zu groß. Deshalb mussten wir die AG aufteilen. Genau. Am besten, ihr setzt euch erstmal hin. Gut. Schön, dass ihr alle da seid. Dann fangen wir am besten auch gleich an. Genau. Und zwar mit einer typischen Flirtsituation. Also Junge trifft Mädchen und Junge nimmt Kontakt auf. Dafür brauchen wir natürlich zwei Freiwillige. Sven, wie wär's mit dir? Du bist der Älteste hier und für dich wird doch so ein kleiner Flirt kein Problem sein, oder? Eine meiner leichtesten Übungen. Okay, dann brauchen wir jetzt nur noch ein Mädchen. Clara? Wunderbar. Na dann, Sven, zeig uns mal, was ein Mann mit Erfahrung so macht. Na sicher. Hi. Hast du vielleicht ein Handy dabei? Wieso? Naja, ich habe meiner Mutter versprochen, sie anzurufen, wenn ich meine Traumfrau gefunden habe. Oder der hier. Hi, hilfst du mir beim Suchen? Wie jetzt? Na, ich habe dich gesehen und sofort mein Herz verloren. Oder, hier, dein Vater muss ein Dieb sein, oder? Wieso das denn? Naja, weil er Diamanten geklaut hat und sie in deinen Augen versteckt hat.
Danke, Sven. Du hast uns sehr geholfen. Ist gern geschehen. Genau, das war nämlich ein perfektes Beispiel dafür, was man beim Flirten alles falsch machen kann. Die 10 besten Flirt-Tipps. Wollen wir die Tester mal vorbeibringen? Lass mal sehen. Vorgefertigte Anmachsprüche solltet ihr vergessen. Verlasst euch lieber auf spontane Einfälle und gute Laune. Das kann doch nicht wahr sein. Wölfchen glaubt echt, ich bin seine persönliche Sklavin. Ich muss ihn schon wieder in die Projekte durchs Schloss tragen. Oh Mann, jetzt habt doch mal Mitleid mit dem armen Herrn Dr. Wolfert. Ich meine, der hat zurzeit auch nicht leicht. Genau, vielleicht denkt er, gehört jetzt zum alten Eisen, jetzt wo der Lachmann da ist. Oh ey, vor dem habe ich mich auch voll zum Deppen gemacht. Warum? Hast du nicht sein süßes Lächeln gesehen? Der fand dich toll als Papst. Ja, von wegen toll. Voll blamiert habe ich mich. Und alles wegen René. Also, für überhört Strafarbeit kann er wirklich nichts. Und der hat dich da auch nicht reingelegt. Versteht ihr es denn nicht? Das war doch der Trick. René ist schuld. Woran bin ich denn jetzt schon wieder schuld? Habt ihr heute Lust, ins Pink zu kommen? Ich leg da auf. Das hat geklappt? Du hast den Disco-Besitzer überzeugt? Das ist ja super. Also, wir kommen auf jeden Fall. In meinem Horoskop steht, ich soll heute Party machen. Mädels? Checkt ihr's nicht? Er verarscht euch doch schon wieder. Ja, schon klar. Du musst es ja wissen. Und deine Bemerkung kannst du dir in Zukunft aussparen. Ich weiß sowieso, dass du nicht viel von mir hältst. Ja, du bist auch selber nicht besser. Wer zieht denn hier einen miesen Streich nach dem anderen ab? Hey, komm, das bringt dir jetzt sowieso nichts mehr. Lass uns dieses alberne Kriegsbeil begraben. Hättest du wohl gern was? Friedensangebot. Du kommst heute Abend ins Pink und ich geb dir einen aus. Danke, kann ich drauf verzichten. Lieber schleppe ich Wölfchen 20 Mal den Dia-Projektor hoch und runter. Okay, Natur, was du nicht lassen kannst, aber lass mich bitte in Zukunft mit deinem Diebengehabe in Ruhe. Wer ist denn hier die Diva? Bevor wir mit dem Speedflirting anfangen, seht euch nochmal unsere Merkliste an und prägt euch die wichtigsten Punkte ein. Genau, also immer interessiert wirken, aber nie aufdringlich. Originell und witzig statt platt und plump. Außerdem ein kleines bisschen Lächeln schadet ja nie. Und am allerwichtigsten, der erste Eindruck zählt. Soweit alles klar? Du, also, ich find's gut, dass du Boxen tust, weil ist ja auch wichtig, dass sich die Mädchen heutzutage wehren können. Sprecht in ganzen Sätzen und Blickkontakt halten. Weißt du was, ich würde echt gerne mal mit dir so eine ganz große Fotosession machen. Also nicht nur ein Titelbild, du bist nämlich echt fotogen. So wie auf meinen Bildern hast du noch nie ausgesehen. Nicht zutexten und angeben? Deshalb würde ich gerne mal mit dir ins Restaurant meiner Eltern gehen. Aber ich nicht. Ach, und Ablehnung nicht persönlich nehmen. So, die erste Runde ist vorbei. Habt ihr alle die Plätze gewechselt? Was machst denn du hier? Und du? Improvisationstheater. Tolle Idee. Ich dachte, wo du mir das schwarze Brett schon mal gezeigt hast, da probiere ich es auch gleich aus. Sehr engagiert, Herr Referendar. Das lobe ich mir. Ich will ja schließlich zeigen, was ich im Studium gelernt habe. Und theatermäßig läuft hier auf Einstein ja nichts, oder? Ach, es gab irgendwann mal eine Theater-AG. Dr. Wolfert hat die geleitet, aber die ist mittlerweile eingeschlafen. Sag mal, dieser Dr. Wolfert, hat er irgendwas gegen mich? Ach nein, das glaube ich nicht. Der war mir gegenüber am Anfang auch so ein bisschen abweisend. Aber das ist eben so seine Art. Na, hoffentlich wird er sich nicht auf den Schlips getreten, wenn ich einen Theaterkurs anbiete. Vielleicht frage ich ihn mal. Ach was, was sollte er denn dagegen haben? Übrigens, hast du eigentlich schon eine Idee, was genau du mit deinen Schülern spielen willst? Ja, die habe ich. Aha. Vielleicht könnte ich dich ja mit unserer Kunst-AG mit Kulissen und Kostümen unterstützen. Wie wäre das? Gut wäre das. Sehr gut sogar. Okay. Wollen wir in der Mensa einen Kaffee trinken? Dann können wir in Ruhe darüber plaudern. Wenn du versprichst, mir kein Salz in den Kaffee zu streuen, dann gerne. Schon gut. Kommst du? Sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Das ist das Auto von den Gangstern. Hab ich vorhin das Eisdiele gesehen. Was passiert denn jetzt? Ruhe. Lass uns abhauen und die Polizei rufen, ja? Spinnst du? Wir brauchen Beweise. Das ist die Gelegenheit. Komm. Musik
Was hast du denn jetzt vor? Ich werde da drin unser Walkie installieren, damit wir hören, was die da reden. Und mit dem Handy nehmen wir das Wichtigste auf. Das ist kompletter Wahnsinn. Wir haben abgemacht, dass wir kein Risiko eingehen. Wir müssen sie aber abhören. Sonst haben wir keine Beweise. Und was ist, wenn die zurückkommen? So weit werden die nicht zurückkommen. Die sind doch gerade erst weg. Ja, und wenn doch? Dann musst du mich halt warnen. Mach einen Kreuzchenruf oder so. Sophie! Ich weiß doch gar nicht, wie ein Kreuzchenruf geht. Zum Abschluss stellen wir noch mal die klassische Flirtsituation vom Anfang nach. Wer will diesmal? Hier, ich noch mal. Nach dem Speedflirten mit Chewie weiß ich jetzt, wie man es besser macht. Wir glauben dir aufs Wort. Aber jetzt sollten mal zwei neue Kandidaten drankommen. Super! Meld dich, das ist deine Chance. Los. Nein, das ist voll peinlich. Ach, Quatsch. Hier, Billy möchte. Okay, dann haben wir unser neues Traumpaar. Nee, tut mir leid. Ich muss weg. Ich habe noch einen Termin. Und jetzt? Ach, was soll's. Dann flirtet ihr eben miteinander. Ich weiß nicht. Ist doch schade, dass Billy schon weg ist, oder? Gibt Schlimmeres. Ich würde sowieso viel lieber mit dir. Was? Flirt. Ich meine, üben natürlich. Hi! Ist echt coole Musik. Annika verpasst was. Was hat sie denn? Die war doch in der Schule, war wieder ganz okay. Ja, die hat irgendwas mit dem Magen oder so. Tut mir leid für sie. Aber ist ganz toll, dass du gekommen bist. Naja, eigentlich wollte ich ja nicht. Aber ich meine, was sollst du mir hier für einen Streich spielen, wenn du die ganze Zeit auflegst? Och, da gibt es schon eine Menge Möglichkeiten. War ein Scherz. Haha. Der Song ist übrigens richtig gut. Sollte das jetzt so eine Art Entschuldigung sein? Glaubst du, ich hab's nötig, mich bei dir zu entschuldigen? Weißt du was? Wir vergessen einfach den ganzen Stress und fangen nochmal von vorne an. Okay. Sue Birnbaum. Und ich bin keine Diva. Freut mich. René Dupont. Ich komme aus Frankreich, spreche fließend Französisch und Deutsch und ich bin nicht an allem schuld. Schön, dass wir das auch geklärt haben. Sorti. Was machst du denn so lange? Sophie, beeil dich! Mensch, Maggie, halt deine Klappe! Mir ist nicht kalt. Ich habe keine Angst. Mir wird alles gut. Ach du Scheiße. Kreuzchen, 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 Sophie. Sie kommt zurück, du musst da raus. Schnell! Mal bei Schloss Einstein? Ich hab's. Im Schrank. Maggie, hilf mir. Tu doch was. Die haben mich gleich. Leute, keine Panik. Ich check die Lage wie der Captain der Titanic. Alles wird gut. Also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kings von morgen.